Eigentlich hätte heute ein anderes Video kommen sollen, aber das ist etwas aufwendiger geworden als gedacht. Aber ich habe heute Geburtstag und deshalb habe ich mir gedacht, rede ich einfach ein bisschen über das Thema Geburtstag heute mit euch. Weil ich finde, das passt irgendwie. Meiner Meinung nach kann man alle Menschen in so ungefähr 3 Kategorien einteilen, was Geburtstage angeht. Es gibt einmal die: Oh mein Gott, ich hab Geburtstag, wir müssen das komplette Phantasialand kaufen und dann die größte Feier der Menschheit machen. Das sind die Leute, die einfach so ultra auf ihren Geburtstag abgehen. Und dann gibt's noch die Leute, die einfach so sind: ich hab heute wohl Geburtstag. Allerdings finde ich die 3. Art von Menschen am interessantesten. Denn das sind die Leute, für die der Geburtstag etwas absolut Negatives ist. Der Gedankengang dieser Leute sieht dann meistens so aus: Oh mein Gott, ich hab Geburtstag. Ich bin schon wieder ein Jahr älter. Ich bin schon wieder ein Jahr näher dem Tod. Der Tod ist endgültig. Oh Gott, meine Existenz ist so sinnlos. Denn irgendwann werde ich sterben. Und jeder Geburtstag sagt mir das umso mehr. Ganz ehrlich, ich verstehe diese Art von Leuten nicht wirklich, denn an sich ist für mich das Leben, Leben, das Leben. Und nur weil jetzt eine andere Zahl irgendwo steht, macht das mich ja nicht zu einem anderen Menschen, sondern zeigt nur, dass ich schon mehr erlebt habe, beziehungsweise länger auf dieser Erde wandel. Ich finde aber dennoch, dass der Geburtstag an sich eine super Möglichkeit bietet, sich selber mal vor sich selbst zu reflektieren. Macht das Sinn? Jedenfalls sich zu fragen, was habe ich das letzte Jahr erlebt? Habe ich richtige Entscheidungen getroffen? Habe ich falsche Entscheidungen getroffen? Was kann ich machen, um generell glücklicher zu leben? Was muss ich anders machen? Und das sind genau die Fragen, finde ich, die man sich an seinem Geburtstag stellen sollte. Nicht, dass man irgendwie älter ist oder wie jung man ist oder was man jetzt darf, sondern einfach, okay, was kann ich ändern an meinem Leben, dass ich noch glücklicher werde oder dass ich überhaupt glücklich werde. Ihr könnt ja jetzt zum Schluss mal in die Kommentare schreiben, ob ihr in eine dieser 3 Geburtstagskategorien reinpasst. Das würde mich echt interessieren. Und dann verabschiede ich mich von euch. Ciao. Ciao.